Was ist das für ein Sattel? Mama, was habe ich für einen Sattel? Euro-Riding. Und mit dem klappt es nicht mehr so gut, nee, oder? Er ist ein Pony-Sattel und zu klein. Und Silvia hat jetzt hier auch schon so eine Druckstelle auf deinem Sattel. Ah, okay. Okay, dann kommen wir ein bisschen hier vorne in die Mitte. Dann würde ich dein Pferd nämlich einmal anzeichnen. Ja. Wir würden von den Sätteln, die ich dabei habe, mal ein bisschen was drauflegen nach und nach. Und dann hoffen wir, dass wir was finden für euch beide. Wie alt bist du? 13. 13. Okay. Also wirst du wahrscheinlich noch ein kleines bisschen wachsen. Ja. Okay, wie alt ist dein Pferd? 8. Okay, also ich würde jetzt dein Pferd einmal anzeichnen, würde einmal die Sattellage einzeichnen, dann gucke ich mir dein Pferd nochmal so ein bisschen an und dann würde ich mal was an Sätteln holen und dann legen wir mal drauf und gucken, ob da was Passendes dabei ist für euch. Und der Euro-Riding, ist er dir auch zur einen Seite weggerutscht, also hat er dich irgendwie schief gesetzt oder? Eine Zeit lang schon so ein bisschen, aber das lag glaube ich auch eher an mir. Also der Sattel hat eigentlich immer ganz gut gepasst. Ja. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal eine echt kleine Auflagefläche. Zack. Und ein bisschen überbaut hinten bist du. Okay, das war erstmal nicht so schlimm. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Das wäre jetzt quasi einmal die Sattellage, die wir haben, wo der Sattel liegen darf. Und hier in etwa solltest du sitzen hinterher. Das ist erstmal für dich nicht so wichtig, sag ich mal. Kann dir ja relativ wurscht sein, ist einfach nur auch zur Verdeutlichung ein bisschen besser, wenn wir jetzt gleich Sattel drauflegen, sieht man halt schon, okay, kann passen, kann nicht passen und wenn ja, wieso, weshalb, warum, ist einfach auch für mich so eine kleine Überprüfung. Okay, der Sattel ist nach rechts gerutscht, so ein bisschen, beziehungsweise er hat rechts so eine Druckstelle, sieht man aber auch hier ein bisschen, also dein Pferd hat quasi mal links die Schulter so, ja, wir stehen relativ gleichmäßig, links ist die Schulter ungefähr so und rechts ist sie in etwa so. Das heißt, dass wir links ein bisschen weniger haben, was dann einfach dich gerne so ein bisschen nach rechts setzen kann. Jetzt müssen wir halt natürlich auch gucken, dass wir einen Sattel finden, der das Ganze nicht verstärkt. Ne? Es gibt jetzt Sättel, die wirst du sehen, wenn wir die drauflegen. Die hängen dann komplett zu einer Seite weg und dann gibt es wieder Sättel. Weil das Pferd verändert sich ja nicht von Sattel zu Sattel. Das Pferd ist ja erstmal gleich. Und es gibt dann einfach Sättel, die das Ganze halt so ein bisschen besser, ich sag mal, überspielen, wo du das einfach nicht so merkst obendrauf, der da sich ein bisschen besser hält. Okay, von der Gurtlage soweit auch ganz gut. Hast du Probleme gehabt, dass die Sättel vorher nach vorne gerutscht sind? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber eine Zeit lang war das schon, dass er ein bisschen nach vorne gerutscht ist. Okay, okay. Ja, weil klar, durch das Überbaute, weil so wie dein Pferd aufgebaut ist, möchte quasi eigentlich alles von hinten so ein bisschen schräg nach vorne ziehen und will sich hier so ein bisschen auf der Schulter festhängen. Hast du bei dem anderen Sattel nur eine Schabracke drunter gehabt oder noch irgendwas zusätzlich? Ja. Weil sie hat da so ein ganz durch, kommt durch den Sattel, so ein Pad uns gegeben, aber bin, ja. Ich bin mit noch nicht geritten. Okay, okay. Weil ich hätte auch was ich euch auf jeden Fall dazu empfehlen würde. Das wäre aber nur letztendlich, sagen wir so ein dünnes Läppchen, was mir vorne unterlegen würde, dass einfach vorne noch ein bisschen gegengestützt ist. Also könnte sein, dass wir das brauchen. Müssen wir einfach mal gucken. Eine Zeit lang hatte ich ein Fell drunter, aber dann war sie so dick und dann haben wir das ja gelassen. Ja, dann hast du auch wahrscheinlich über dem Pferd gesessen vom Gefühl, dass du zu weit wegkamst. Ich habe dann, seitdem sie dann abgenommen ist, habe ich das Fell auch nicht wieder drunter gemacht, weil ich sie dann, fand ich, ein bisschen mehr bei mir hatte. Ja, okay, gut. Also Pferd haben wir erstmal angezeichnet. Ich würde jetzt mal nach und nach was rausholen und dann legen wir mal drauf und gucken. So, wir fangen mit dem hier an. Das war jetzt ein Dressursattel von Iconic. Weiß nicht, ob du das kennst, ob dir das was sagt. Ja. Okay, also der kippt uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen nach vorne, weil er einen Zacken zu breit ist. Das ist es aber erstmal nicht so schlimm, weil da würde ich, wie gesagt, gerne noch das Pad mit runterlegen. Weil wir ja schon einen gewissen Platz brauchen. Sie würde es nicht hingehen und den so eng stellen, bis er vorne die perfekte Höhe hat, weil der Pferd ist ja ein bisschen überbaut hinten. Wir könnten hinten noch ein bisschen Wolle rausnehmen, aber ich würde da gerne, wie gesagt, diese Stütze noch mit runter machen. Dass du von vorne noch ein bisschen Gegenhalt bekommst. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal so gut aus, dass wir den uns in Bewegung mal anschauen können. Ja. Das ist ein 17-Zoll-Sattel mit Klettpausche. Müssen wir mal gucken, ob es vom Sitz her passt für dich, ob es reicht. Oder ob wir vielleicht noch eine Nummer kleiner brauchen. 16. Das ist zu klein auf jeden Fall. Das sind die Beine zu lang. Sie können auf jeden Fall schon mal Gurt, Schabracke, Steigbügel, also alles außer den Sattel. Ja.
dass wir quasi alles dann da haben. Ja, das glaube ich. Und das wäre jetzt hier ein kleiner von Stüppen. Sieht auch nicht schlecht aus. Also auch den müssen wir vorne so ein kleines bisschen stützen. Da sieht man jetzt halt ganz extrem, wie ungleich dein Pferd ist. Ne? Weil hier links liegt er eigentlich wirklich noch schön an. Mhm. Wenn du mal auf die andere Seite gehst, rumgehen, da kann man mal rumgehen und gucken, sieht man richtig, dass er da so ein bisschen absteht. Ja. Na, siehst du das hier? Weil der Sattel, der ist nie gelagert, da hat noch nie einer drauf gesessen. Aber das sieht man jetzt in dem Fall halt extrem. Jetzt muss man einfach gucken, ob dieser Effekt sich beim Reiten einfach verstärkt. Wobei ich aber glaube, dass der Sattel, wenn er angegurtet ist, eigentlich sich gut genug, sag ich mal, befestigen soll oder festziehen sollte. Mhm. Aber den können wir auch mal mit testen. Das wäre auch ganz interessant. Da haben wir einen kleinen Brez hier. Suchst du oder hättest du gern was mit mehr Pausche oder was mit weniger Pausche? Oder? Also, sowas möchte Mama auf keinen Fall, sowas mag sie gar nicht. Mit viel Pausche? Okay, ja, also alles klar. Ja, okay, also kein Monoblattsattel, ja. Keiner, wo die Pausche oben drauf ist. Okay, dann können wir den auch gleich wieder wegpacken, dann kommt der auf jeden Fall nicht in Frage. Der hätte jetzt auch in dem Fall, er hätte nicht so schlecht gelegen. Ich fand aber die anderen beiden etwas besser. Okay. Also, das ist gar nicht mal so schlimm, dass wir den dann aussortieren. Okay, dann können wir den hier eigentlich auch schon wieder vergessen. Wir können trotzdem mal kurz mal drauflegen. Das wäre nämlich noch ein kleiner Hennig. Wobei der auch tatsächlich nicht schlecht, schlecht liegen würde. Wir fangen mit den anderen beiden an. Wir legen die anderen beiden Sättel zuerst drauf. Kann man mal gucken, ob wir den trotzdem noch mit drauf machen und wir uns das mal anschauen oder ob wir wirklich sagen, einer von den anderen beiden ist schon so gut, dass wir den gar nicht mehr testen brauchen. Das war jetzt erstmal nur der erste, der griffbereit war und die anderen sind gerade quasi unterwegs zum Testen. Ja. Schön ist halt bei dem, der hat auch eine Klettpausche und Runde. Das heißt, wir können dir auch die Pausche, wenn sie jetzt von der Position und von der Form nicht perfekt und ideal ist, kann man die auch noch ein bisschen versetzen und umbauen. Den Sattel davon hat auch eine Klettpausche. Genau. Aber das haben wir erst machen lassen. Habt ihr nachträglich einbauen lassen, ja. Okay. Können wir mal den zweiten geben? Jawohl. So, ich werde den Sattel jetzt einmal festgurten. Normalerweise mache ich es auch oft noch so, dass ich dann von oben, wenn der Reiter drauf sitzt, nochmal nachgurte. Dadurch, dass wir aber ein bisschen Sicherheitsabstand einhalten müssen, würde ich den jetzt soweit festgurten und du kannst dann da oben von selbstständig nachgurten. Ja. Na, oh, ja. Logischerweise. So, komm, ich mach das ganz langsam. Komm erstmal ins dritte. Und dann guckst du einfach mal, wie du dich fühlst. Guckst mal, wie du mit klarkommst. Ist natürlich jetzt alles noch ein bisschen kalt und ein bisschen steif. Aber. Okay, sieht auf jeden Fall erstmal sehr vielversprechend aus. Also wir haben wirklich super schön viel Platz hier oben. Auch unterm Sattel blockiert hier nichts. Und er liegt halt auch relativ stabil. Also wir haben jetzt nicht so das Problem, dass er zur einen Seite irgendwie wegkippt. Was ich ja gesagt habe, was passieren kann, ist bei den Iconics eigentlich häufig so, dass wenn du ein ungleiches Pferd hast, dass der Sattel dann nicht so stark am Schaukeln und am Schwanken ist. Aber das müssen wir uns einfach nochmal anschauen, wie es aussieht, wenn du drauf sitzt. So, okay. Gut, ich würde mal sagen, es ist fest genug. Du kannst dich draufsetzen und los geht's. Warte, ich nehme sie dir ab. Wie ist so dein erstes Sitzgefühl? Du sitzt ein kleines bisschen nach vorne, ja. Das könnte man noch durch eine Anpassung ein bisschen regulieren. Ja.
Sag mal, von der Sitzgröße könnte man dir Stand heute und jetzt noch so ein Quäntchen kleiner geben. Wenn man nur noch ein ganz kleines bisschen wächst, dann sitzt er da eigentlich perfekt drin von der Größe. Von der Brust geht's eigentlich ganz. Ja, ist ganz angenehm, ne? Ich bin schon einmal mit dem Sattel von der Spinnerin geritten, aber der war ja riesig. Ja, der war dann ein bisschen arg viel zu groß. Er zieht dich schon so ein bisschen arg nach vorne gerade, ne? Dann lass uns doch weiter. Er sieht erstmal nicht schlecht aus. Nee, also gerade. Also da war es quasi eine richtige Sitzblockade. Und bei dem ist es halt so, da ist die Pausche ist mehr so eine Oberschenkelstütze und lässt dir eigentlich dein Knie noch schön frei. Also das würde ich jetzt nicht als orthopädische Sitzhilfe bezeichnen. Ja, da gibt es ja auch schon echt starke Unterschiede. Zack, zack, zack. Ja, dann kannst du hier dich schon mal draufsetzen, schon mal anfangen. Ich baue gerade bei dem anderen Sattel das Kopfeisen um. Ja. Und dann gucken wir mal, ob das besser oder schlechter oder. Ich würde mal sagen, rein vom ersten Gefühl lag der Iconic ein bisschen stabiler. Mhm. Der setzt sich aber gleich schon so hin, wo du mehr so das Gefühl hast, richtig drin zu sitzen. Also wird sich von der Position für dich erstmal besser anfühlen. Wir müssen nur gucken, ob er tatsächlich auch besser fürs Pferd ist. Mhm. Dann kannst du dich hier schon mal draufsetzen. Ich kümmere mich gerade einmal um den anderen Sattel und dann bin ich gleich wieder da. Aber er liegt gut. Also es ist nicht so, weil ich dachte erst, er fängt so ein bisschen das Wackeln an und ein bisschen das Klappern, weil er halt einfach ein bisschen kürzer ist und weil man da ja die, sagen wir, Schiefe deines Pferdes ein bisschen mehr gesehen hat im Stand, ist aber jetzt beim in Bewegung eigentlich gar nicht der Fall. Ja. Weil klar, wenn du noch sagst, du fühlst dich so ein bisschen nach vorne gesetzt, das kriege ich durchs Polstern raus, also das ist jetzt nicht das Problem. Besser. Der schließt sich halt so ein bisschen mehr ein, weil ich sag mal, der ist vorne hoch, hinten hoch und der Iconic ist so ein bisschen ziemlich gerade. Ja, da sitzt ein bisschen tiefer drin. Wir müssen ihn nur noch quasi ein bisschen tiefer ans Pferd kriegen, aber das ist kein Problem. Jetzt einfach mal für dich so ein bisschen durchprobieren, Schritt, Trab, Galopp auf beiden Händen, sodass ich mir das auch mit anschauen kann. Und macht auf jeden Fall einen guten Eindruck.
Ja, also wie gesagt, wir würden den Sattel dann so bestellen. Mhm. Ich würde dir auch, wie gesagt, das Pad dazu empfehlen, ja, dass du vorne einfach noch ein bisschen gestützter bist. Weil ich glaube nicht, dass dein Pferd noch viel wachsen wird vorne. Nö, also die letzten zwei Jahren ist sie schon viel gewachsen, aber eigentlich. Nee, also ich glaube nicht, dass da noch viel kommt. Muskulär wird sie vielleicht noch ein bisschen was tun, ja, aber das war's dann auch, ne? Du. Ja, dann können wir jetzt ja gleich nochmal durchsprechen, wie der Sattel genau werden soll. Ja. Ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen, euch mal wieder so einen kleinen Einblick zu geben, wie einfach so eine Sattelanprobe ablaufen kann. Wie gesagt, wir sind jetzt fündig geworden. Wir diskutieren jetzt noch aus, wie der Sattel letztendlich aussehen soll. Werden ihn dann bestellen für dich und dann wird er auch direkt von Stüppen so gepolstert werden, wie ich das jetzt gemacht habe. Also da kommen dann direkt so, dass quasi alles gut ist. Guti, dann in diesem Sinne viel Spaß, schönen Tag noch, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.